Hallo, liebe Leute. Willkommen zu einer neuen Ausgabe DayZ mit dem Lampi, Hallo. mit dem Robert Moin. und Berti. Tag, Tag. Ach ja, Berti ist ja irgendwo lost. Nein, Lost in gerne. Elektro. Ach, Elektro? Ja, nicht da, sondern hier. Ja, wir genießen hier noch so ein bisschen schön unsere Abenteurer-Atmosphäre. An einem lauschigen Lagerfeuer mitten bei Balotta. Wo kommt er? Da Oh, hinter uns. hinter. Scheiß Zombie. Hab ihn. Ah, der hatte So. was dabei, glaube ich. Oh, der Ja. hatte Sardinen dabei. Oh, cool. So, ich mache jetzt mal ganz nach Lagerfeuerstimmung hier Cook Meat. Ja, heute wollen wir uns mal auf die Suche nach Berti begeben, damit wir dann zu viert den Dero irgendwann finden. Ja. So, und Berti ist bei Elektro. Elektro-Feuerwehrstation. Und So. 1000 Zombies, manchmal braucht er auch nicht mehr loslaufen. Wenn ich schreie zum Beispiel. Naja, egal. So, dann machen wir mal hier Waldbrandgefahr und so, ne? Also Martin, ich wäre jetzt dafür, wir gehen jetzt nach Tscherno. Erster Stopp Krankenhaus. Über Flughafen. Über Flughafen. Gut. Ja, Also über. grundsätzlich sollten wir Morphium dabei haben, nach unseren Erfahrungen von den letzten Malen. Ja. Ja, das wäre vielleicht kein. Warte mal, ich glaube, ich habe noch. Also, ich habe noch zwei Morphininjektoren im Rucksack. Ich habe Oha. auch genug Trinken, genug Essen und noch drei Bandagen. Also. Essen, Trinken habe ich auch noch, Bandagen habe ich auch noch, also wir können meinetwegen los. Also wie ihr alle wisst, ich habe noch eine Wasserflasche. Ich dachte, eine Wasserpistole. Gut, alles klar. Dann wollen wir Flughafen. direkt über die. Ja, gut. Jo, gehen wir. So, pass auf, hier vorne auf der Straße müssen wir ein bisschen aufpassen. Houston? Ja. Was? Wie war das noch mit dem Grafikfehler hier? Beta-Bug? Da, da. Komplett das Spiel ausmachen und neu starten. Ach, du wirst mich doch veralbern, oder? Ja, dann ist es weg. War bei mir eben auch so. Mit diesem grauen Himmel, oder was? Ja, genau, wo man nichts sieht, wenn man so nordöstlich guckt, ne? Ja, richtig, ja. Ja, genau. Spiel komplett ausmachen und neu starten. Oh. Dann ist er weg. Dann Beta. ist er weg. Weg. How to play. Oh. Ja, da ist er weg. Pause, jetzt kannst du Werbung einblenden. Robert disappeared. Es ist doch hier, ey, dieses Spiel ist so Beta. Komm, ist schon nicht mehr Alpha. Ey, das wird der neue Spruch. Ey, du bist so Beta, ey. Ey, die Alpha hat das mit mir nicht gemacht, das könnt ihr nie sagen. Sehr gut. Ja, falls ich heute etwas mehr schreie oder anders klinge, ich habe mir ein neues Headset zugelegt. Und du siehst auch richtig schön beschissen neu aus. Ach komm. Warte mal, kann man mich so. Ja, doch, du bist richtig blöd. Alter, sag das Hallo? doch. Du siehst aus wie André gestern nach der Ja, Bratwurstglöckle-Party eigentlich. genau. Ja, nee, so sieht so schon sah er nicht aus. Er ist gefahren. Genau. Und Sonst André hatte hätten. nicht so viel Sabber am Mund. Ja. Beim Fahren? Als er im Auto geschlafen hat, schon, also. Ja, obwohl, wollte ich gerade sagen, da sah er doch manchmal so. Naja, ich hatte vorher deine Playboy Bunny Heftchen durchgeblättert, weißt du? Die du hinten unter deinem Rucksack liegen hast. Wer weiß wofür? Fürs Autokino wahrscheinlich. Na, eigentlich habe ich da nur die FHM. Schleichwerbung. Tada. Please insert random Vielleicht sollten product wir nochmal darauf here. hinweisen, dass wir heute alle Serverprobleme hatten. Ja, aber. Wieso alle? Du? Ja, Nee, eigentlich also nur wir haben ja du. alle Server gefunden. Nee, wie? Du hast so die Server auch nicht gefunden. Ja, Ja, das waren stimmt. ja deine. Nee, das. Ich hab den. Ah! Sag mal, Lampi, warum hast du eigentlich so eine schwarze Weste? So, fällt euch was auf? Fällt euch Ja, was jetzt auf? weißt du, was du dir erst machen musst, ne? Erst einen anderen suchen und dann kommst du Ja, es darauf. übt, nicht? Natürlich. So, diesen Fehler, den ihr hier unten seht, da eingeblendet, hatte Robert jetzt schon die ganze Zeit, deswegen hat sich das alles ein bisschen verzögert. Ja, dann wollen wir doch mal hoffen, dass er. Du kannst aber so nett sein erklären, wie man den Fehler beheben kann, damit andere, die den Fehler haben, das vielleicht auch hinkriegen. Also man sollte dann erstmal auf einen anderen Server joinen, wie wir rausgekriegt haben. Und dann kann Genau. man auf den raufgehen und dann geht das komischerweise. Ja, ganz toll. Das heißt, wir haben nochmal 10 Minuten mehr extra Werbung. Dünn, Ich esse dünn, gerade dünn. übrigens Erdnüsse aus dem Pennymarkt.
Oh. Muss ich das eigentlich piepen? Nein. Ich würde jetzt noch sagen, Aldi, Rewe, Edeka, Netto, dann geht Sky. Das. Edeka, genau, dann ist auch schon wieder eine Zähler mal genannt worden und dann geht das ja. Das ist auch Quatsch. Nur zu schade, dass wir dafür keine Kohle kriegen. No. Ja. Aber die Leute können uns gerne supporten. Richtig. Wenn uns jetzt Mr. Aldi mithört, hey, oder was? Ja, ne. Also, hier vorne sollte eigentlich so ein Werbebanner mal gewesen sein. Oder rechts neben dem Bildschirm. Wenn man hier da mal draufklickt, das wäre toll. Ja. Vor allen Dingen, das Geile ist ja, ich meine, Schlecker und Tetrapack brauchen wir ja nicht mehr zu erwähnen, ne? Ja, ich bestelle jetzt auch noch bei. Ja, da haben wir wegen Werbung ja schon angefragt. Also nur, damit ihr jetzt nochmal was zu lachen habt, also ich komme jetzt tatsächlich, wie es aussieht, jedenfalls auf den anderen Server drauf. Echt? Cool, das heißt, dann kommst du gleich zu uns. Das heißt, es kann sich nur noch um Stunden handeln, ja. Das heißt, der lebt ein bisschen langsamer hier. Du müsstest gleich neben Lampi spawnen. Vielleicht. Wie gesagt, also, der Server, den ich jetzt hier erwischt habe, der ist von ein bisschen, Ich fühle mich unwohl. Musst du kacken. Wo bist du denn gerade in Elektro? An der Feuerwehrstation. Welche? Kraftwerk oder in der Stadt? Ich frage mich jetzt langsam wirklich, warum wir uns überhaupt mit diesem Kack-Server da quälen. Ja, aber zum Glück haben wir bald unseren eigenen. Ja. Dann haben, also ich fasse es nicht, ich komme hier echt auf den anderen Server drauf. Ja, also. Dann haben wir einen Ping von 0. Haha. Naja, oder auch nicht. Oh, das war jetzt gemein von mir, glaube ich. Ich joine und hatten andere dann die Connection verloren. No. Mir ist so langweilig, ich will endlich los. Frag mich mal. Mir auch eins mal. Ich will zu Betty. Ja, ich glaube, ich bin gleich wieder tot. La 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 la. Warte, ich mach mit. La 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 la. Ach, ist das schön. Ach nee, warte mal. Wir müssen jetzt. Also nochmal so für euch. Ich habe meine Makarov leer geschossen. Alle vier Magazine, die ich hier gefunden habe. Warte mal, wir müssen das anders machen. Düm 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 düm. Ich hab mir offensichtlich hier echt den beschissensten, langsamsten Server ausgesucht. Ich kann auch ein bisschen auf dem Boden rumrollen. Oh, Bertram was killed. Ja, jetzt hat mir noch einer erschossen. Ach, scheiße. Ja, vielleicht spawnst du ja gleich bei uns in der Nähe. Ja, wir warten ja eh hier schon den ganzen Tag hier. Ja. Ach, wieso? Genau, ein bisschen rumrollen. Toll, toll, jetzt sitze ich hier auf diesem Scheiß-Server, kann mir an der Seite lesen, wer da so alles stirbt. Also Rott ist jetzt auch gerade gestorben. Das ist schön für ihn. Ja, und es steht bei mir immer noch so Waiting for a Charakter. Also ist irgendwie. Na, wenn das eine ganze Zeit schon da steht, dann kannst du lange warten. Roll around. Scheiß Charakter. Roll around. Wer kackt den Charakter? Ah, lalala. Martin, wollen wir nicht erstmal eine halbe Stunde lang hier den Rasen ein bisschen platt machen? Da haben wir eh nichts zu tun. Selbstjustiz ist jetzt auch gerade gestorben. Wo kommt der denn her? Willst du den? Warte. Hallo. Hat er was dabei, wenigstens? Nein. Oh, dann schmeiß ihn wieder weg. Achso, warte mal, ich kann ja hier. Bin gerade gespawnt. Ich sehe Häuser. Wir wollen mal gucken. Und Wasser natürlich. Nein, Wasser. Also soll ich jetzt mal die IP hier laut durchsagen, auf der wir spielen, wo ich sage, Scheiß-Server? Nein. Also ich piepst das mal aus. Pieps, 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 Punkt. Pieps, 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 Punkt. Pieps, pieps, Punkt. Pieps, pieps. Und der Port ist pieps, 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 pieps. Ey, hättest du doch sagen können. Dann sag du ihn doch. 2302. Ich wollte gerade sagen, der Port ist irgendwas zwischen 001 und 9999. Guckt euch an, ja? Ja, warte. Gleich spawnt der Robert wieder. Ja, nein. Der Server schreibt schon wieder, dass er inkontinent ist. Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Ich habe hier eine
Ein rotes Dach, ein schwarzes Dach, ein grünes Haus, eine Straße. Also wir haben hier aber auch, ist euch mal aufgefallen, was wir alle für einen scheiß Ping auf diesem Server haben? Ja, 100 noch was, ne? Das ist normal bei dem Spiel. Ey, lass das mal, da das machen wir hier so einen anderen. Ja, Robert ist da. Ist schön, dass ihr mich schon seht. Ja. Ich könnte jetzt voll die Eier weghauen, ey. Und ich könnte von hinten ein paar pupen, wenn ich schwul wäre. Oh, Robert, disconnect, disconnect, abort, abort, respawn. Bam. Das Allerschlimmste ist bloß, es hat mir alles nichts gebracht, ich sehe alles noch grau. Hä? Der Plumpsack springt herum. Das sieht ganz schön... Als wenn du da um ihn rumtanzt. Ach die Scheiße. Könnt ihr mir mal bitte helfen? Na? Ja. Ich bin in einem Ort, da kommt erst vom Wasser aus eine Straße mit ein paar Häuschen. Also jetzt ist das Coole, der Grafikfehler ist jetzt irgendwie immer noch da. Ja, nur und so dann eine Tankstelle. Häuser? Ich sehe hier immer noch nichts. Also es ist und eine Tankstelle? Ein verdammtes Kackspiel. Ja, erst kommt Wasser, eine Straße, ein paar Häuser, Tankstelle an der nächsten Straße. Ich war hier schon mal. Ich bin hier schon mal gestorben. Und mein schöner Tarnanzug ist weg, weil der Dödel auf mich geschossen hat. Warum kommen die Leute eigentlich bei diesem Spiel immer nur rein und schießen auf einen? Ich hab da nichts mehr, ich war leer geschossen und alles. So, sag mal nochmal, wie war also, das jetzt mal als kleinen Hinweis, wisst ihr, wie ich jetzt diesen scheiß Grafikfehler weggekriegt hab? Na? Ich hab diese bekackte Bewegungsentschärfe wieder da so eingeschaltet. Und dann ist er weg? So, Betty, wo warst du nochmal? Wie war das nochmal? Was? Ich hab ein paar Gebäude. Ja, jetzt. Dann hab ich eine Straße. Also. Dann kommen die Schienen und dann kommt die Tankstelle. Dann vom Wasser aus gesehen. Ja, dann... Oh, Martin, da kommt was. Schon wieder. Da bin ich am Arsch der Welt, ne? Nicht unbedingt, also... Es kann auch sein, dass du vor Tscherno bist. Da gibt's auch so eine... Wollte ich gerade sagen. Da gibt's Gebäude, Tankstelle... Nee, das ist aber nicht vor Tscherno, das würde ich ja sehen. Ja gut, da hast du recht. Achso, wie war denn das überhaupt mit den Namen? Sollte ich jetzt eure Namen über euren Köpfen sehen? Nee, bei dem Server nicht. Achso, das ist jetzt wieder die Geschichte hier. Because Veteran-Server. Achso, die müssen nicht wissen, wie der andere heißt, das ist klar. Sonst, Betty, einfach nochmal sterben und hoffen, dass du in der Nähe bei uns spawnst. Ich würde ja jetzt gerne mal gucken. Ich vermute, dass ich da bin, wo Dero war, aber eine andere Tankstelle ist das, glaube ich. Ja, aber hast du da nicht irgendwo, kannst du nicht irgendwo mal zu so einem Ortseingangsschild rennen? Ja, na, rennen ist gut, hier sind schon wieder überall Zombies. Ja, bei uns auch. Krass, ich habe von diesem scheiß Vieh hier, ey, der hatte tatsächlich eine Whiskyflasche bei. Und die komm, lass uns doch schon mal zum Flughafen gehen. Wollte ich gerade sagen, damit wir wenigstens ein bisschen oder irgendwas hier machen. Also ich wollte jetzt mal auf die Whiskyflasche eingehen, die der Zombie bei hatte. Ja? Die braucht keiner. Die ist kontaminiert. Aber warte mal, die kannst du werfen. Die hab ich jetzt schon mitgenommen, ja. Ich hab gedacht, vielleicht finde ich ja irgendwo noch ein Whisky-Fass. Wenn ihr mir jetzt hier sagt, es gibt hier keine Whisky-Fässer, dann ist dieses Spiel echt fast unten durch. Doch, gibt es, muss nur finden. Weil ohne Alkohol hält das doch keiner aus, ey. Bist du bescheuert, ey? Ich trau mich alleine im Bett, Mann. Nur mit meiner Whiskyflasche. Da, der hat uns getriggert. Oh, ach der da. Willst du oder soll ich? Ich kann nur laut schießen. So. Ja, noch einen, wo kommt der? Hast du ihn durchsucht? Ja, Painkillers. Na, da kommt noch einer, guck mal da hinten. Oh, da kommen mehrere. Drück mal Shift. Oder kriechen. Na gut, dann kriechen wir halt. So kriechen können wir, ja? Komm, Betty, streng dich mal an. Ja, ich bin gerade in der Tankstelle. Schrottmetall, Bandagen, ne, schon mal ein Anfang.
Ich höre hier Zombie, aber ich sehe nirgendwo einen. Rechts. Ach, da. Da sind ganz schön viele. Ich wollte ihn gerne abschießen, aber ich lasse es lieber sein. Bitte. Ja, mach doch ruhig noch ein bisschen Krach. Cherno 3 Kilometer, Puster 3 Kilometer. Dann wisst ihr, wo ich bin? Ja, dann bist du bei... Pringor, also 3 Kilometer von Cherno entfernt irgendwie. Ja, dann bist du da bei... Pringor, genau, bei dieser kleinen Halbinsel bin ich gespawnt. Ja, wunderbar. So, da... Ja, ich hab ja noch nichts. Ich muss mal gucken. Da ist noch so ein Räumchen. Wenn nicht, lauf doch erstmal durch den Wald hinten Richtung Cherno. Ja. Und dann treffen wir uns Krankenhaus da. Ja. Und dann ist Schicki. Warte, ich gehe hier vorne im Haus erstmal rein. Mach das. Ja, ich gehe, wenn dann, erstmal zu dem grünen Punkt nördlich von Elektro. Den Typen habt ihr sicherlich schon durchforstet, ne? Die vorliegen sind bloß so Deko. Die sind nur Deko, ja. Ah. Seid ihr euch sicher? Ich hab wenn wir jetzt keine Alpha mehr sind, wir sind jetzt ja eine Beta. Ich probier's jetzt mal für alle. Nee, das ist wirklich nur Deko. Oh. Marker auf Magazin, sehr schön. Bei mir spawnen sie und die spawnen sie. Hm. Oh, noch zweimal Marker auf. Wo seid ihr überhaupt? Ich bin hinten in dem Haus drin. Lampi ist in dieser Laube, da kommt er rausgeflitzt, läuft an mir vorbei, zielt auf mich, rennt weiter. Martin, wo bist du denn? Ich bin schon beim Tower. Ach so, schon mal reingehen, schon mal oben gucken, was da so abgeht. Ich gehe mal. Lampi ist mutig geworden, Lampi hat eine Knarre und genug Magazine, der kriecht nicht mehr. Na, mal allerdings auch nicht. Ich gehe mal hier einmal die Treppe, die Leiter hoch. Jo, ich geh mal von hinten rum rein. Hm. Du wurdest getriggert, Lampi, von hinten. Gesichtet. Oh, wo ist das Arsch? So, das nimmt ja vielleicht noch ein gutes Ende, dass wir uns wesentlich aufeinander zubewegen schon mal. Ja. Pass auf, ich komme jetzt um die Ecke, nicht, dass du auf mich schießt. Was macht ihr denn da, Leute? Ey, das gesamte Feld ist voller Zombies hier, die Straße. Hier ist nichts los, aber alles ist voller Zombies. Ich hab gesagt, du sollst nicht auf mich schießen, Mann. Ja, was kommst du denn zu mir an? Ich muss das Ding ja mal umbringen. Ich hab dir das gesagt. Ja, du kannst doch nicht, wenn ein Zombie mich jagt, ich hätte ihn mit der Axt von hinten erledigt, Mann. Ja, und mich in der Zeit wäre ich gestorben. Wieso? Ich war doch schon da, darum hast du mich auch angeschossen. Aber sonst kommt ihr klar da, Jungs, ja? Also Martin Meckler, also Faustregel, wenn ich auf Knarre, ja? Wenn ich auf ein Ding schieße, fernbleiben. Wenn du triffst ja nicht. Hier liegt eine Maschinenpistole oben, will jemand haben? Das ist ja so wie meine Oma eben. Das gibt's überhaupt nicht. Hier oben liegt eine Maschinenpistole. Wer ist denn auf dem Weg? Ah, hi. Warte mal, oder ist das vielleicht. Ist das eine Hauptwaffe oder eine Nebenwaffe? Warte mal, ich teste mal. Das ist eine Nebenwaffe. Das ist eine Nebenwaffe? Ne, dann könnt ihr die nehmen. Hab ich. Ja, da liegt noch Munition, oh, ne? Hier oben, oh geil, hier oben liegt ein Schrotgewehr, das nehme ich mir jetzt. Nimmst du dir das? Jo. Jo. Oder toll. Will einer das von euch haben? Nö. Warte mal, dann brauchst du ja die grünen Teile hier, ne? Jo, die grüne Munition. Gut. Ja, die Slugs, ne? Flintenlaufgeschosse. Hier unten liegen auch noch welche, Lampi. Gut. Ist nur fies, dass ich mir die jetzt geklaut habe. Nur einfach so, aus Langeweile. Geh mal da weg, nicht, dass ich dich hier runterschubse von der Treppe. Sei vorsichtig mit mir, ich hab deine Munition, ja? Das macht Berti sonst nur mit Lieben gerne. Ja. Soll ich also dich mal ich hier irgendwo hinschmeißen? Ja, schmeiß mal hin. Schmeiß mal hier hin. Ich geh mal schon zum ersten Hangar, ne? Jo. Siehst du sie? Ja. Muss jetzt nur noch weggehen. So, jetzt habt ihr beide Schusswaffen und ich hab hier bloß noch eine blöde Axt, ja? Naja. Also hier hinten werden wir garantiert noch was finden. Wollte ich gerade sagen. Wo seid ihr jetzt? Im Tower. Im Flughafen, Valletta. Ach so. Ich komme jetzt auch zum Hangar. Aber vielleicht ist es auch besser, wenn ich nur eine Axt habe, ne? Sonst komme ich noch auf die Idee, auf Lampi zu schießen. Naja. Ja, das war dir doch letztens auch egal. Hast du auch irgendjemand mit deinem Kreuz gehauen, oder? Das war Martin, ja. Achso.
Und Gott sei Dank bin ich nicht in deiner Nähe. So, Mädels, ich bin unterwegs. Ich laufe nördlich. Wo seid ihr jetzt? Beide am Hangar oder wo? Im ersten Hangar, ja. Pigorotki, da laufe ich jetzt hin. Okay. Ich gehe jetzt in den zweiten Hangar. Was steht denn da hinten in der Ecke, oder ist das was Totes? Das bin ich. Ach so. Also was Totes. Das riecht so. Claire Ace aufs Frauensigne, Tatü, Tata, was ist denn hier los? So, also ich habe schon mal eine AK. Robert, das war jetzt nicht. Für dich finden wir auch noch eine Waffe. Ich hätte gerne irgendwie, ich weiß auch nicht, Flammenwerfer? Gibt's hier nicht. So, ne, können wir doch bauen. Können wir da nichts craften irgendwie? From Dusk Till Dawn, da bauen wir das mit. Martin, was brauchst du eigentlich für Munition für deine Handfeuer-Dings? Ist mir egal, ich hab eine AK. Ach so, na hier liegt nur Munition rum, ich weiß gar nicht, was du brauchst. Mach mal im zweiten Hangar. Ich meine, wenn das passend zu der Handfeuer ist. Hier im zweiten Hangar ist eine AK hier bei mir, wenn du die haben willst. Ja, bring Robert mal mit. Jetzt muss ich erstmal gerade gucken, wer welcher hier von welchem ist. Hier hinten, andere Seite. Nicht da, wo du jetzt bist, sondern eine andere. Ich brauche 9x19 Karabiner. Achso, okay. Das wird der Robert sicherlich auch brauchen. Nee, also für die Kleine brauche ich das. 9x19 ist Para. Hm? 9x19 Parabellum. Gut, dann nehme ich mal deine Axt mit, Robert. Die brauchst du ja eh nicht, ne? Ich wollte mir die eigentlich in den Rucksack packen, ja. Ach so, Lampi, du hast... Warte. Jetzt habe ich hier, was machst du denn da? Ja, hier, den kannst du haben. Naja, was? Wieso kann ich das jetzt eigentlich nicht beides irgendwie nehmen? Ach so, du musst erst, nimm mal die Axt und dann musst du wieder auf Dings umschalten. Rechte Maustaste auf die Axt und Edge to... Toolbelt. Genau. Toolbelt, ne? Und dann kannst du aufnehmen. Lampi. Ja? So scheiße ist das ja, die Knarre ist leer, ne? Ja, also wäre ich jetzt ja eigentlich besser ja mit der Axt noch irgendwie, ne? Dann nimm das Gewehr in den Rucksack rein. Ja. Du kannst auch erstmal das Fleisch aus dem Rucksack essen. Ich pack dir mal in deinen Rucksack kurz ein bisschen Fleisch. Wie packe ich denn jetzt bitte was in den Rucksack? Nee, leg mir mal hier vorne hin das Fleisch. Ich nehme das dann selber rein, weil das mit dem Rucksack irgendwie rein und rausnehmen, das klappt irgendwie nicht so richtig. Doch, ja, du musst drauf aufpassen mit dem Rucksack öffnen, dass du, hab ich ja ein paar Mal gehabt, kannst du dich erinnern, Lampi? Dass meine Sachen plötzlich verschwunden sind. Du musst auf den Dings raufgehen, na wie heißt das, wenn du dieses Gewehrzeichen hast und jemanden ausraubst oder so eine Fundstelle gerade hast, da darfst du dann nicht Open Back machen, weil dein Hund haut das nicht hin. Du musst so, halt wie kriege ich jetzt gucken. Dieses Gewehr bitte in den Rucksack? Guck in die Luft und drück G. Ha, erledigt. Und dann? Und dann Open Back? Ja? Dann müsstest du das jetzt links nach links rüber drücken können. Bei Gewehr. Nö. Aber wir haben doch letztens auch was ins Rucksack gesteckt. Also rein theoretisch müsste das so gehen, ja. Ich sehe da bloß gekochtes Fleisch, was im Rucksack drin ist, hab aber noch 2 Slots frei. Das kann sein. Da passt das Gewehr nicht rein. Das Gewehr braucht, glaube ich, 4, 6 Stück oder so. Freie Plätze. Und es gibt ein Licht, schmeiß das Fleisch hier hin, ich nehm's mit. Ich hab ja noch genug Platz, ich leg das erstmal dahin. Ich nehm das Fleisch, was du hingelegt hast, nämlich mit, dann wunderst du dich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich auch was davon essen, also. Na gut, dann lege ich dir wieder was hin. Also, aber passt immer noch nicht, jetzt habe ich aber 1, 2, 3, 4, 5 Plätze. Also ich kann irgendwie, ich sehe auf der linken Seite nur dieses Fleisch. Aber was steht denn oben an der Zahl? Wo, welche Zahl? Na, wenn du Open Back machst, dann hast du oben eine Zahl. Ja, 1. PVT. 1 von 8 oder wie? Nö, steht nur 1. Hä? Wenn du auf G drückst und auf deinen Rucksack gehst und dann auf Open Back. Ja, sag mal, wollt ihr mich alle... Dann steht oben Petrol Pack, Klammer auf, Coyote, Klammer zu, Klammer auf und dann 1 von 8, 2 von 8, 3 von 8. Ja. 8 von 8. So, jetzt, Okay, warte mal. Ja, jetzt steht das da. Kann euch auch sagen, woran es lag. Na?
Ich bin einfach nochmal rausgegangen und hab's nochmal gemacht. Gut. Und hinter dir liegt dann das Fleisch. Dann kannst du deine Axt erstmal ausrüsten, bis du dann Dings gefunden hast. Einer von euch schon mal ein Moped gefunden auf diesem Berg, wo ich hier gerade bin? Nee. Aber es gibt ja jetzt auch Fahrräder, ne? Ja, aber das Fahrrad ist am anderen Ende und ich wollte jetzt das Moped haben, ist abgebildet, aber es spawnt das ab und an erst, oder wie? Ist Zufall. Es kann auch sein, dass es jemand schon sich geholt hat. Also ich bin hier, da sind doch so viele Berge eingezeichnet da, links von der Position, die ich euch verraten habe. Mhm. Und ich bin, oben drauf ist so ein Dreieck mit dem Fahrrad drin. Da bin ich jetzt eigentlich drauf. Oder mit einem Moped oder irgend sowas. Was bedeutet eigentlich dieses Zeichen, was so wie so Kniegelenk aussieht mit so ein paar Strichen darum? Verstauchung, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Was kann ich dagegen machen? Weiter kriechen. Painkillers. Nee, war das nicht mit Painkillers? Nee, da musst du bewarten, die gehen halt Zeit weg. Hast du deine Axt reloaded? Ich ja. Ja, habe ich getan, ja. Gut. Also, Lampi in der Hütte war ich schon, da ist nichts. Ich kotze das nur gerade an, dass meine Trinkwasserflasche schon wieder irgendwie... Ja, kein Ding, ich habe genug Pepsi und so mit. Ich mag keine Pepsi, hast du auch Coke? Ja, ich glaube ja. Ich meine, wenn ich mir das hier schon aussuchen kann, ne? So, dann wollen wir mal gucken, was da hinten noch in der Hallen sind, wa? Auf jeden. Ist so ein All-Inclusive-Server hier, wa? Mhm. Ja, da hättest du ja auch den Whisky jetzt auf deine Coke schütten können, denn es ist wieder die Cola egal. Entschärft. Hm. Aber es ist schon wieder epic, ne? Lampi hat eine Pumpgun, ich habe eine AK, Robert hat auch eine AK gefunden. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Doch, habe ich eigentlich schon. Passte nur gerade. Aber Lampi, guck mal, da unten ist wieder dieses Militärcamp. Ja, das ist immer da. Könnte man ja theoretisch gesehen, wenn man will. Nein. Gut. Nein, wir finden Berti heute. Gut. Auf zu Cerno. Ja. Du meintest doch die Hallen hier geradeaus, ne? Ah, genau. Also ich renne den hohen Berg gerade wieder runter. So. Ich hoffe, wenn hier irgendwo ein Sniper sitzt, dass der Martin mit seinem Zombie-Gesicht als Quotenneger anerkennt. Ja, der Quoten-Martin. Oder um politisch korrekt zu bleiben... Quoten, Martin. Ist nur ein Hase, keine Angst. Keine Angst, lass mich hinter dem Baum, oder wie war das immer? Ja. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Bank. Geh mal vor, ich geb dir Deckung, ne? Mhm. Von hinten? Ich mag nicht in den dunklen Keller, geh jetzt. Ich hör Zombies. Ich auch. Hier vorne kommt einer. Ich erschieße sie mal. Alter, die ist aber leise. Kommt aber der nächste. Oh, ey, das hätte ich. Ich muss das nächste Mal unbedingt auch aufnehmen, weil das war eine schöne Einstellung wie eine Exekution, ey. Sah sehr geil aus. Och man, hat denn hier keiner was dabei? Munitionsverschwendung war das, ey. So. Was? Hier ist nichts drin, oder was? Außer Stacheldraht? Ja, und ein Reifen. Na. Nächste Halle. Ey, die haben die gleichen Müllcontainer wie wir auf Arbeit. Ich glaube, das ist deine Arbeit hier. So, aber kriecht einer von euch gerade in die andere Halle rein? Ja, das bin ich. Okay. Hier liegt, glaube ich, viel Munition rum. Mal gucken, was haben wir denn im Makarov-Magazin? Das nehme ich mit. Braucht jemand die roten Pellets? Nee. Kann ich die vielleicht mitnehmen und umwandeln? Nein, natürlich nicht. Also für alle, die vielleicht das mal sehen wollen und mit uns zocken wollen, demnächst DE Freizeichen 901. Ich habe jetzt hier Makarov Magazin noch, braucht das einer? Und ja, zweimal rote Pellets habe ich hier. Ja, die roten haben wir leider nicht, aber das Makarov nehme ich gerne mit. Da habe ich noch ein Heatpack gefunden, was auch immer. Ja, brauchst du. Du hast bestimmt was für dein verstauchtes Knie.
Nö, habe ich jetzt schon, das ist schon in Ordnung. So, der Timer ist abgelaufen. Tada! Tada! Boah, dann verpassen die Leute wieder das Lustigste, weil wir jetzt. Braucht noch jemand eine Bandage? Nö. Warte mal. Oh, ich habe noch Platz, gib mal her. Hier, wo ich bin. Ah, okay, die habe ich übersehen. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir in der nächsten Folge unseren Bertie dann endlich mal finden. Ja, das hoffe ich auch. Wo seid ihr? Ich bin hier im Eingang. Gut, dann... Weiter. Warte. Jo, Leute, dann... So long. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.